Willkommen zur Winterdurchsicht Aue Süd. Gut, gibt's nichts zu tun, sitzen schön drin. Das war jetzt ein ziemlich kleines Bienenvolk, allerdings noch nicht in Gefahr. Schauen wir uns mal die Einraum-Home-Hive-Beute an. Wahrscheinlich steckt allerdings wieder hier das Gitter fest. Ja, Mist, da muss ich manuell ran. Hoffentlich haben die gar keine Leichen. Sonst muss ich da zwischen den Waben fegen. Hui, ganz schön verklemmtes Holz. Sag mal. Sind jetzt pissig geworden durch den Schlag. Dafür haben wir den Raucher an. Hier gibt es nichts zu tun. Tolles Bienenvolk. Und gleich wieder zu. Einen Stich habe ich bekommen, hier in die Hand rein, aber nicht der Rede wert. Gutes Ergebnis. Perfekt. Und wieder zu. Der Specht hat mich auch in Ruhe gelassen, so wie es aussieht. Die letzten Jahre hat der Specht hier ordentlich an meinen Kisten geklopft. Ist aber auch von Jahr zu Jahr sehr verschieden. Manchmal habe ich gar keine Probleme mit den Tieren. Und dann gibt es Jahrgänge, da ja, macht mir der Specht das Leben schwer. Super schönes Volk und wieder zu. Jetzt kommt die ehemalige Homehive-Kiste. Da waren nicht so gut wie gar keine Varroa-Milben drauf. Das ist ein ganz, ganz tolles Volk. Ja, die sitzen perfekt. Gleich dazu. Nochmal eine Einraumbeute. Vielleicht kann ich diesmal das Gitter ziehen. Nein, steckt auch fest. Da müssen wir mit unserer Technik im nächsten Jahr nachlegen und dieses Gittersystem nochmal maßgeblich verbessern, weil
die Funktionsweise soll ja eigentlich so sein, dass man nicht mehr den Besen nehmen muss, um Leichen zu fegen, sondern nur noch das Gitter ziehen. Ich denke mal, der Holzschlitz war wohl zu schmal. Und wenn es sich dann verzieht im Winter, dann kriege ich eben die Platte nicht mehr raus. Noch schöner wie das erste Einraumhalf. Gibt nichts zu tun. Übrig bleibt das letzte Homehive. Auch richtig gut. Keine tote Biene. Perfekt. Man muss natürlich jetzt auch sagen, die Bienen haben hier jetzt fast eine ganze Woche Zeit gehabt, ihre ganzen Leichen auszuräumen von ganz alleine. Aber wir haben hier tatsächlich jeden Tag über 8 Grad gehabt. Und ist ja klar, dass die Bienen dann den Job schon ziemlich gut selbst ausführen können. Und zum nächsten Bienenstand.